Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wo sind meine Harry Potter Fans? Wir schauen uns heute zusammen an die Hogwarts Duftlampe. Und ich finde schon, ich freue mich schon immer total, wenn die lizenzierten Lampen kommen, weil die haben auch schon so eine schöne Verpackung. Schaut mal hier, wie schön das jetzt hier schon aussieht. Der Seite ist auch nochmal so ein schönes Wappen drauf. Hier sieht man auch nochmal die Skyline quasi von Hogwarts Hauses. Total schön. Also ich packe auf und ihr seid gleich dabei. Und hier ist sie, meine lieben Harry Potter-Fans. Schaut mal, wie schön die ist. Ich bin jedes Mal bei großen Lampen wieder überrascht, wie groß die doch sind in echt und wie schön die auch sind. Weil wenn die jetzt noch niemand hat, dann schaut jeder im Internet nach ersten Live-Bildern von so einer Lampe. Und weil auf Bildern sehen die natürlich immer anders aus. Und das ist jetzt ein Design, was rundherum geht. Also schaut mal, ich drehe mal zu. Hier ist quasi der Kippschalter. Schaut mal, wie süß das ist. Hier sind so kleine Löcher drin und hier oben, das leuchtet dann auch. Ich mache nochmal aus und nochmal an. Ah, jetzt sehe ich auch hier, also auch hier in den Fensterchen. Wie süß ist das denn? Und wie schön das durchscheint, seht ihr. Und wenn, ah, hier vorne auch total mega. Also ihr seht, das Design geht rundherum. Ich bin gar kein Harry Potter Fan und ich habe auch ehrlich gesagt nicht die Bücher gelesen. Und auch nicht alle Filme geschaut, auch nicht bis zum Ende. Aber ich finde diese Lampe selber so schön, dass ich mir schon überlegt habe, mir die selber zu holen und zu behalten und zu Hause hinzustellen, weil ich einfach so süß finde. Hier, das hat total viel Tiefe. Das hat schon irgendwie so einen antiken Flair. Also richtig, richtig goldig. Hier oben ist noch eine kleine Eule. Hier ist wieder so ein Wappen. Nimmt mir, hier unten ist noch so ein kleines, hier ist so ein Weg und so ein kleines Häuschen. Da scheint auch Licht raus. Total süß. Und oben im Schälchen ist noch mal ein Briefchen. Wem das was sagt? Da ist ein Haar drin, quasi eingesetzt. Ja. Ich zeige euch die. Ich habe nämlich noch eine blaue und eine rote Lampe. Glühbirne da und ich zeige euch nochmal, wie schön das dann aussieht, wenn ich eine blaue oder eine rote Glühbirne reinmache. Moment. Ich habe auch nochmal das Licht ein bisschen ausgemacht und jetzt schaut mal, wie das mit Blau aussieht. Und auch hier scheint das dann durch die Fensterchen durch. So, ne? Vorsicht, und Rot kommt jetzt auch noch mal. So, und dann jetzt noch mal in Rot. Und in Rot finde ich die auch mega schön. Ich glaube, ich würde mir die zuerst mal in Rot hinstellen. Wir haben ja noch ganz viele andere Farben als Glühbirnen, aber nur damit ihr mal sehen könnt, wie das ungefähr ausschaut. Und ihr seht ja, wenn die Wand dahinter ist, dann leuchtet das natürlich auch an die Wand ab. Mit den ganzen Fensterchen. Das sieht dann mega schön aus. Also ihr seht, die Harry Potter Lampe ist exquisit.